Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, nachdem mir ein kleines Unglück passiert ist und ich will euch ganz kurz aufklären. Und zwar sind mir die letzten zwei Let's Plays, die ich aufgenommen habe, verloren gegangen. Was daran lag, dass meine Platte kaputt gegangen ist, Festplatte, auf der ich die Videos immer aufnehme. Das fing schon irgendwie bei The Forest an. Falls jemand die Let's Plays in Forest auch geguckt hat. Ich habe da immer wieder so richtig massive Lags drin gehabt und wusste aber nie, woher die kamen. Und irgendwann habe ich meinen Rechner eingeschaltet und da gab es dann so tolle Knackgeräusche aus dem Gehäuse und da wusste ich dann Bescheid. Platte am Arsch, die lief zwar noch, aber die Daten waren halt irgendwie völlig geschreddert und geschrottet und da jetzt irgendwie versuchen, was zu rekonstruieren, das ist ohne spezielle Software eigentlich mehr oder weniger unmöglich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kläre euch kurz auf. Und zwar, wir waren ursprünglich in dem Let's Play. Hallo, Minimap. Wo waren wir denn? Wir waren, glaube ich, da war die Siedlung. Wir waren hier unten irgendwo. Da waren wir an dieser Autowerkstatt und hatten uns da hochgebaut. Und ich bin dann in dem ersten Let's Play hier rüber gelatscht. Hier war, glaube ich, was war denn hier? Weiß ich schon gar nicht mehr. Aber irgendwas hatten wir hier gefunden. Hier war so eine Siedlung. Und in dieser Siedlung, in einem dieser Häuser, habe ich doch tatsächlich das Buch für die Armbrust gefunden. Die können wir also jetzt herstellen. Hier den Crossbow. Habe ich aber noch nicht gemacht. Ich habe nur das Buch gelesen. Was wir noch gefunden haben, sind hier die Ogre-Parts für den Bohrer. Und was ich auch gefunden habe, ist das Minibike-Buch. Ja, Minibike-Buch. Das gab's. Jetzt muss ich nochmal schauen. Moment, wo war das? Hier war die Siedlung. Und hier ist der komische Pillenladen, in dem ich kurz drin war. Ach ja, und hier ist die Tanke. Genau, hier an der Tanke lag das Buch fürs Minibike. Und ich habe Luftsprünge gemacht. Und das ist in den letzten zwei Let's Plays passiert. Wirklich viel verpasst habt ihr nicht. Also ich bin eigentlich nur von hier rüber gelatscht. Und naja, habe dann halt hier und da die zwei Bücher gefunden. Und hier war der Pillenladen, in dem es nichts Besonderes gab. Und da unten hier saß noch ein Marker, weiß ich, ach ja, genau, da fiel ein Airdrop runter, den wollte ich holen gehen, als ich hier beim Pillenladen war. Und er war irgendwo hier unten, habe ich den vermutet, habe den aber nicht gefunden, deswegen ist der Marker noch da. Naja, so, genug gequatscht und rumgestanden, jetzt wollen wir mal loslegen. Ich habe dann versucht, die Lags in den Griff zu kriegen, bin hier ein paar Mal im Kreis gerannt zu Testaufnahmen. Und wollte eigentlich nach Hause. Und deswegen gehen wir jetzt da hier direkt in die Richtung. So zwischendurch hakt das Spiel trotzdem. Ich habe keine Ahnung wieso. Ich habe es rüber kopiert. Das Spiel läuft auf der SSD. Aber ab und zu gibt es einen kleinen Haker. Keine Ahnung warum. Vielleicht spielt ihr ja auch 7 Days to Die. Und habt einen guten Tipp für mich, den ich noch nicht kenne. Hier ist noch die Kirche. Stimmt, hier war ich nämlich eigentlich stehen geblieben. Und da wollte ich dann auch mal reingehen noch. Vielleicht gibt es ja hier noch was Cooles. Einen schönen guten Tag. Ist ja richtig was los draußen. Kann das sein, dass da gerade eine Horde gespawnt ist? Klingt jedenfalls so. Ist auf jeden Fall richtig Action hier draußen. Achso, und wer das Grab von Mad Mole noch nicht kennt, hier ist es. Und Hilde legt sich gleich mal daneben. Die Schwester von der Hilde auch. Ja, ihr könnt übrigens auch hier die Gräber, ihr könnt die ausbuddeln, da sind dann Särge drunter, die könnt ihr dann auch leer machen. Mache ich aber jetzt nicht.
Ich habe, glaube ich, eh keine Schaufel mit. Doch, ich habe sogar eine Schaufel dabei. Aber habe ich auch jetzt keine Lust für. Und so wirklich vieles ist in den Särgen jetzt auch nicht drin normalerweise. Wir gucken jetzt mal, dass wir nach Hause kommen. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob wir uns ein Minibike zusammenbauen können, endlich mal. Deswegen latsche ich jetzt hier schnurstracks in Richtung Heimat. Oh, Meister Petz. Der hat gut Leder. Und ein bisschen Bärenfleisch. Einen Bären hatte ich schon mal gekillt. Zwischendurch. Ich glaube im letzten Let's Play, was, wie gesagt, leider verloren gegangen ist. Aber gut, shit happens. Kann man ja ändern. Kommt halt vor. Dafür habe ich jetzt eine neue Festplatte zum Aufnehmen. Schon wieder Meister Pets. Die nehmen wir doch gerne mit. Da machen wir unseren schönen Bärenauflauf. Ja, das Fett würde ich ja auch gerne mitnehmen. Es kriegt da nichts mehr rein ins Inventar. Ich weiß noch gar nicht, wozu dieses Vorhängeschloss gut ist. Ich glaube, damit kann man das Minibike abschließen oder so. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Weil es wäre nämlich das erste Minibike, das ich in Seven Days to Die zusammenbekomme. Seit es eingeführt wurde. Hab mir zwar mal eins im Creative Mode zusammengebastelt, um damit ein bisschen durch die Gegend zu tuckern, aber wirklich von selbst alles zusammengekratzt, gesucht und gefunden, habe ich bisher noch nie. Und dann wollen wir noch mal schauen, ob das gleich funktioniert. Wie weit ist es denn bis nach Hause? Oh ja, geht, oh, ist ja gar nicht mehr so weit. 0,8 Kilometer, ach, das geht ja rucki zucki. War schon lange nicht mehr zu Hause, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das da aussieht. Da müssen wir auch unbedingt an unserer Verteidigung weiter basteln. Die hat nämlich auch noch so ein bisschen was nötig, damit das mal richtig sicher wird. Könnten ja mal einen Tee trinken. Ist noch eine Scheune, aber da war ich schon drin. Ja, da waren wir schon. Jetzt hätte ich mir nämlich da noch das Benzin mitgenommen. In dem Auto, da war ich hundertprozentig auch schon. War ich doch. Ah, jetzt geht's schnurstracks nach Hause. Und dann, ach Mensch, ja, Kondition. Immer dieser Konditionsmangel. Da ist nochmal Meister Petz unterwegs. Wir könnten ja mal ganz kurz spaßeshalber in den Bücherladen reinschauen. Würde mich mal interessieren, ob die Sachen da drin nachgespawnt werden. Sind. Hilde! Da. Olle Bitch. Alles klar? Oder spawnen die Sachen gar nicht nach im Singleplayer? Die Regale? Ich weiß das gar nicht mehr. Empty. Alles empty. Komisch. Gut, spawnt nichts nach. Gleich sind wir zu Hause. Hauen wir uns noch einen Tee rein. Dann können wir den Rest auch noch rennen wahrscheinlich. Ach ja, trautes Heim. Glück allein. Lang ist's her, dass wir hier waren. Thank you.
Mein lieber Mann. Müssen wir hier erstmal sauber machen. Ganz schön was los hier. Boah. Blöd, Mann, da. Na, fall doch um. Ich ein Klebeband mit mir rumschleppe. Wahnsinn, ey, die nehmen hier alles auseinander. Britney. Sieht aber heute irgendwie gar nicht gut aus. Weiß nicht, irgendwie merkwürdig. Hilde! Was macht der bitte in meiner Wohnung? Hallo? Mal rübergehen, du blöde Kuh. Los, schieb deinen Arsch da weg. So, da sind wir wieder. Komisch, der Kühlschrank ist jetzt untouched. Hier, das ist irgendwie... Das Gun-Safe ist auch untouched. Oh, lila Shotgun-Parts. Das ist gut zu wissen, dass die da drin liegen. Ich mir die gleich holen. Also jetzt gehen wir aber erstmal hoch. Ja, schauen wir mal. So. Ja, hier diesen Bug, den es ganz am Anfang mal gab, dass man da keine Fenster reinsetzen kann, der ist tatsächlich, ich glaube, in der 12.4 oder so gepatcht worden. So, aber jetzt machen wir erstmal Inventar leer. Ach du Scheiße, guckt euch das an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie fangen wir denn da am besten an? Ich glaube, wir machen uns mal... wo war denn? Hier war doch das ganze Leder. So, das kommt da mal noch dabei. Dann... Das könnte jetzt leider eine Weile dauern, bis ich den ganzen Scheiß hier sortiert habe. Hier haben wir noch Sand... Und da ist Benzin. So, dann machen wir das noch dahin. Und die holen wir mal raus. Und so. Ey, 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 guckt euch mal an, wie viel Klebeband ich habe. Meine Fresse. Drei Lampen haben wir hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Sniper Receiver. Die Munition, können wir da hinmachen? Ja, das nützt nichts. Ich muss hier mal offline gemütlich irgendwie sortieren. Das mache ich demnächst mal. Hier ist jetzt, ich mache jetzt einfach alles durcheinander. Ist mir gerade egal. So, hier die scheiß Pfeile. Hier, das machen wir da hin. So, so. Und die machen wir noch da hin. Und die Handlebars noch dahin. Und das Schloss mal noch dahin. Da war doch Werkzeug. Hier die scheiß graue Axt, die eine, die kann man mal wegschmeißen. Stattdessen kommt dann da die Schaufel hin und die kann man auch mal wegschmeißen. Die kann man eigentlich auch wegschmeißen und die auch und das auch und das auch. Und den Spike Club kann man auch wegschmeißen. Ist mir scheißegal, das Zeug fliegt jetzt alles über die Jordan. So, kann das hier rumgammeln. Dann ist es gleich weg. So, was haben wir denn da? Hier ist Alkohol. Und... Ne, die kann ich ja eigentlich da lassen. So. Die kommen
mal dahin, wo sie hingehören. Ein Bier sollte man immer in der Gürteltasche haben. Hey. Was haben wir denn da? Da ist das Fett drin. Und da ist Wasser. Und da auch. Können wir mal eine essen? Nie verkehrt. So, hier Bärenfleisch. Da war ja 5, habe ich schon mal einen Bär getötet. Weiß ich das schon gar nicht mehr. Meine Fresse nochmal. Was haben wir hier? Was ist das? Oh, da ist mein Wasser. So, hatte ich denn noch Tee irgendwo? Nee, ne? Doch, da. Da ist Tee. Dann holen wir uns mal gerade hier ein paar von den... Hoppala. Von den... Wood Frames. Meine Fresse. So. Dann kochen wir uns noch ein bisschen Tee. Und ich glaube, irgendwann vor gefühlten 15 Let's Plays oder so, habe ich mal gesagt, ne, 30, 40, 40, also vor gefühlten 10, 15 Let's Plays habe ich mal gesagt, ich will mir eine zweite Feuerstelle machen. Habe ich immer noch nicht gemacht. So, 20 Minuten, das sind glaube ich 8 Frames. Ja. 9 Frames. So. Gucken. Cookie. Da und da. Da ist noch dreckiges Wasser. So, Tee aufgefüllt. Sehr schön. Oh, da sind ja noch Bandagen. Wo waren die? Da unten, ne? So, die brauche ich schon nicht. Jetzt packen wir noch das Öl weg. Und dann gucken wir, dass wir so ein Minibike zusammenkriegen. Wo kommt denn das Öl hin? Da. Jede Menge Öl. So. Mein Gott, nochmal, ey. Munition. Achso. So. So. Obwohl, Moment mal, ich könnte ja mal schnell die Sniper reparieren. So. Da haben wir die auch. Dann hatte ich doch irgendwo einen Sniper-Receiver. Wann steht der jetzt hier geparkt? Da oben. Obwohl, der ist ja auch orange. Naja, gut, vielleicht schauen wir mal da. Na, das lohnt sich doch schon. Zack, zack. Craften. Wird schon mal ein bisschen besser. Den. Ach, komm, den können wir aufheben. So, habe ich noch was für die Sniper? Nein. Das wieder da rein. So. Und jetzt kommt die Aktion mit dem Minibike. Minibike sieht Leder. Oh. Das und Duct Tape. Okay, wir brauchen Baumwolle. Die kriegen wir draußen vor der Tür. Gehen wir uns mal Baumwolle besorgen. Hoppala. Hä? Was eine blöde Sau. Ja, und dann wegrennen. Oh, sollte man noch laden, ne? Ja. Alt, aber gut. Hallo? Wie ist die denn gesprungen? Aber ach. Egal. Voll das Salto-Schwein. So cool. So, hier ist Baumwolle. Herrlich. Was ein Glück, dass ich immer alles schön im Garten anpflanze hier. So, bei der Gelegenheit können wir direkt noch den Tee mit abpflücken. Und noch ein paar Kartoffelchen. So. Und noch ein bisschen Kaffee.
wieder einpflanzen. Kann da Zeug schön wachsen, gemütlich, während wir irgendwas anderes machen. Na, den einen, den kann man auch noch einpacken. So. Upsala. Da war er wieder, der Lag. Und ich weiß nicht, woher die kommen, die scheiß Lags. So. Ups. Hä? Seit wann kann man die denn da einpflanzen? Gehen die da denn kaputt? Ist das neu? Gibt's wieder einen Bug? Na egal, pflanzen wir das mal dahin. So. Mal ein bisschen Baumwollsamen. Pflanzen wir die auch direkt wieder. So, wunderbar. Perfekt. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir die Sachen fürs Minibike irgendwie zusammenkriegen. Ich würde ja so gerne eine Runde mit der Karre drehen. Ich hätte so gern ein Minibike. Da 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 da. Upsala. So. Minibike Seat. Wir brauchen Lederstreifen. Das Duct Tape aus irgendeiner der 10 Millionen Kisten. Duct Tape? Lederstreifen? Ach, wir haben nicht genügend Lederstreifen. Okay, die waren da. Geht ja relativ fix zum Glück. Ich glaube, man muss das Minibike aber draußen zusammenbauen, ne? Kann ja schlecht hier mit hier oben in der Wohnung damit rumfahren. So. Yeah, da ist der Seat. Wunderbar. Dann haben wir den. Der ist sogar gelb. So, dann brauchen wir ein Chassis. Das geht nur aus dem Metallröhrchen. Das geht ja relativ schnell. Und die Handlebars? Ich habe doch Handlebars. Oder sind die für den Bohrer? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist das ein Unterschied? Ach, okay. Drahtseil und die Lampe. War ein Glück, dass wir nur irgendwie 10 Millionen von diesen Lampen haben. Zweimal Duct Tape, Lampe, Seil. Röhrchen, ist doch alles. Ah, und den normalen Handlebar. Ah. Okay, da haben wir einen grauen Handlebar. Verstehe. Dann nehme ich den grauen Handlebar fürs Minibike und später den orangen für den Bohrer. So. Jetzt aber. Hä? Was fehlt denn noch? Moment mal. Den. Wie jetzt? Minibike Handlebars. Lampe. Duct Tape. Röhrchen. Seil. Handlebars. Handlebars? Handlebars. Mein Gott. Oh Gott. Kann ich nicht craften direkt. Warum denn nicht? Also das sind die Röhrchen. Da kommt das Dings hin. Okay. Wie war das denn jetzt? Da. So. Nee. Hä? Hab ich sie noch alle? Die Lampe kommt dahin.
Das Drahtseil dahin, die Handlebars dahin. Das Duct Tape kommt dahin. Und die Röhrchen. Ah, okay. So, jetzt aber. Und dann haben wir einen Lenker fürs Minibike. Gott sei Dank. So, auch gelb. Wunderbar. Dann müssen wir uns mitnehmen. Die lila Batterie, den Korb. Wir haben die Reifen noch nicht. Nein! Ich hab die scheiß Reifen noch nicht. Stimmt. In dem letzten Let's Play, was mir leider verloren gegangen ist, habe ich nämlich krampfhaft nach diesen Reifen gesucht. Die habe ich noch nicht gefunden. Ich kann also das Minibike nicht bauen, weil ich keine Reifen habe. Verdammte Scheiße. Kann man die nicht craften? Ne. Wie haben die geschrieben? Tires. Ja. Fuck it, ey. Weil das funktioniert jetzt so, man stellt den Rahmen halt hier so auf. So. Dann kann man das öffnen. Wheel 1. Ja. Scheiße. Kriege ich das jetzt wieder weg? Hm. Na ja, gut, so einen Rahmen kann man ja auch immer wieder da dran stellen. Wir brauchen die Reifen. Kriege ich den jetzt nicht mehr da raus? Den Rahmen? Bleibt der jetzt hier stehen? Naja, gut, der Minibike-Chassis besteht ja nur aus Metallrohr. Der kann ja ruhig da stehen bleiben. Ist mir jetzt egal. Habe ich halt einen Minibike-Rahmen im Wohnzimmer stehen. Ja, scheißen Dreck. Also, nützt ja nichts. Wir packen den ganzen Kram hier in die Kiste, in die tolle, nicht aufgeräumte Scheißkiste rein. Was mit dem Minibike so zu tun hat. Machen wir das dahin und dahin. Und es nützt nichts. Also, ich würde ja gerne mit dem Minibike auf Tour gehen. Aber ich habe keine Reifen. Das heißt, im nächsten Let's Play gehen wir auf Reifensuche. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. In diesem Sinne, bis demnächst und tschüss.